Ich denke, dass man SpongeBob als eine der größten Franchises zählen kann, denn im Grunde ist SpongeBob in so vielen Bereichen vertreten, dass man überall das gelbe Käsegesicht vorfindet. Mal abseits von den 15 Staffeln, 5 Filmen, 2 Spin-off-Serien, etlichen Videospielen und haufenweise Merchandise. Doch ein Bereich, wo der gelbe Schwamm auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen hat, ist der musikalische Bereich. Und dieser Bereich ist tatsächlich größer als man denkt und es gibt verschiedene Eckpunkte, wo SpongeBob seine Spuren in der Welt der Noten hinterlassen hat. Und genau dieses Thema möchte ich mir in diesem Video etwas genauer anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Video gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Beginnen wir mit dem offensichtlichsten, und zwar der eigenen Songs in SpongeBob. Also Lieder, welche von den Charakteren der Serie selbst gesungen werden. Touching, touching, es ist keine Frage, was ich auf der Welt am liebsten habe. Und in der jeweiligen Folge vorhanden sind, um manchen Handlungen eben etwas die richtige Note zu verleihen. Das ist ein Musikerwitz. So ein Penny, der wird Wunder, macht dein Leben auch gleich Wunder. Hey. Dabei beginnt alles schon in der ersten Staffel. Entsteht für nukleares Waffenarsenal. Und geht teilweise bis zu neueren Folgen, wo man immer wieder versucht hat, kleine Songelemente mit einzubauen. Da, 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 du, da, du, da, do. Hey, Idiot. Und ich wette mit euch, dass euch jetzt sicher einige Lieder einfallen werden, welche zu den verschiedensten Momenten im Leben passen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Denn zu einigen feierlichen Tagen gibt es passende SpongeBob-Songs. Weihnacht ist die Zeit der Brüderlichkeit. Es gibt teilweise richtig dumme, aber unterhaltsame Lieder. Oh, ich bin ein taubes Mäuschen, yeah. Aber auch Lieder, welche sehr emotional sind. Dieser Grill ist kein Zuhause. Und mein Herz sieht anders aus. Das einen fast schon die Tränen aus den Augen kullern. Gary, ich weiß, es war falsch von mir. Nun sitz ich ganz alleine hier. Manche Lieder funktionieren auch nur in Kombination mit der Handlung gut. Ich eins hat, ich sag euch, das ist ein Ding, wo sogar die Roboter mit den Höhlenmenschen singen. Und bei manchen kann man nicht anders, als einfach mitzusingen. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Wiederum gibt es auch immer wieder Lieder, die an sich zwar wirklich gut sind, aber worüber die wenigsten wirklich reden. Freunde sind Freunde für ewige Zeit, es gibt nichts was, Freunde trennen. Und je weiter wir in den Staffeln gehen, Gebinke Patrick Star, ich machte mir ein Sandwich, desto kurioser werden die Lieder und auch die Clips, die dazu gezeichnet wurden. In Specials werden immer wieder Songs eingebaut, sodass wir einfach ein halbes Musical bekommen. Und ich denke, ich könnte noch lange über die ganz verschiedenen Lieder reden, aber das mache ich vielleicht in einem separaten Video. Eine Sache, welche in der Serie auch immer wieder gemacht wurde, ist es, gewisse Lieder aus der echten Welt mit einzubinden, welche man meistens davor nicht kannte und mittlerweile eher mit SpongeBob verbindet. So taucht in der ersten Folge das Lied Living in the Sunlight, Living in the Moonlight auf, welches sicher viele erkennen werden. Aber wie viele von euch können den Interpreten nennen? Das Lied kommt von Tiny Tim, welcher zum Zeitpunkt des Releases leider schon von uns gegangen war. Oder wenn ich das Lied Sweet Victory erwähne, werden sich auch die meisten an die legendäre SpongeBob-Folge Hör mal, wer das spielt, denken. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Und hier werden die wenigsten das Lied aus der Musikwelt kennen. Das Lied kommt von David Glen Aisley, welcher durch diese SpongeBob-Szene einen guten Bekanntheitsgrad erreichte. Die echte Musik, die Verwendung findet, ist teilweise auch eher versteckt in den Folgen und manchmal auch nicht so hervorhebend. So wurde unter anderem in der Episode bis zur Erschöpfung immer wieder das Lied Death Rattle abgespielt von der Metalband Pantera. Außerdem passen sich die Songs aus der echten Welt eben manchmal auch an den ganzen Szenario der Folge an. So hört SpongeBob in der Folge, da Deo streikt, die 10. Strophe vom Arbeiterlied von George Hervex, das 1863 geschrieben wurde. Und damit hätte ich meinen Bildungsauftrag abgeschlossen. Es gibt sehr viele bekannte Beispiele, aber ich wollte nicht zu viele nennen. Aber ein Beispiel hätte ich da noch. Und zwar in den Credits vom ersten SpongeBob-Film lief das Lied Ocean Man, welches einige Jahre vor dem Film rauskam. Ocean Man, the crust of the tan man, ba, 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 ba.
und vom Musiker Ween stammt. Aber abseits dieser Musikstücke gibt es eben auch die typischen SpongeBob-Soundtracks, welche im Hintergrund der Serie laufen. Und ich vermute, wenn ihr nur wenige Sekunden davon hört, dann werdet ihr einfach direkt Szenen aus der echten Serie mit dieser Musik in Verbindung bringen. Das Soundtrack ist wirklich so eingehend und unverkennbar, und das obwohl sie sich überwiegend im Themenbereich Ozean bewegt und man die meisten Musikstücke auf die Dinge beziehen kann, die mit dem Meer zu tun haben. Sei es hawaiianische Musik, Strandmusik oder auch Piratenmusik. Aber auch actiongeladene Soundtracks und sehr emotionale Tracks gibt es hier. Bei der SpongeBob Audiothek gibt es für jede Situation die passende Musik. Alleine schon die Musik der Credits ist einfach so einzigartig und unverkennbar, dass ich immer wieder zurück in meine Kindheit geschickt werde, wenn ich die Musik höre. Schade, dass die Credits irgendwann rausgenommen wurden. Kleiner Funfact: Manche SpongeBob-Soundtracks werden nicht nur in der SpongeBob-Serie oder in Spin-offs verwendet, sondern lassen sich auch in anderen Cartoon-Serien wiederfinden. So gibt es einfach gewisse Tracks auch in Camp Laszlo, und wenn ihr demnächst mal Camp Laszlo schauen solltet, dann achtet mal genauer auf die Musik. Den gleichen Punkt kann man übrigens auch auf die Spiele beziehen, denn es gibt sehr viele SpongeBob-Spiele und dementsprechend gibt es auch sehr viele Tracks, die passend für die einzelnen Welten gemacht wurden. Teilweise haben die verschiedenen Fassungen der verschiedenen Spiele jeweils ihre eigene Musik, was ich sehr begrüße, und es auch gewisse Musikperlen gibt. Es gibt aber auch bei den Spielen Musiktracks, welche in verschiedenen SpongeBob-Spielen Verwendung finden, was ich nur mal so beiläufig erwähnen wollte. Aber begeben wir uns mal außerhalb der eigentlichen Serie und Videospiele. Eine Sache, welche nicht zu unterschätzen ist, auch wenn jeder davon sicher mal mitbekommen haben sollte, sind die ganzen Musik-CDs. Denn SpongeBob Schwammkopf hatte nicht nur Hörspiele, bei welchen man die Folgen auditiv nochmal miterleben konnte, sondern auch einen Haufen Musikalben. Wobei ich erstmal sagen muss, dass die Alben in der Originalsprache des Schwammes im Vergleich zur Auswahl unserer Sprache noch sehr gering ausfällt. Denn in Amerika hat man gerade einmal eine Albenauswahl von 3 Stück. Diese beinhalten überwiegend Songs aus der Serie, und das war's im Grunde. Eine starke Auswahl der ganzen Songs zum Hören. Nur der deutschsprachige Raum ist hier etwas spezieller. So gibt es die Normalmusikalben vom Schwamm, welche alle komplett eigene Lieder haben, wobei es davon leider kaum welche auf YouTube zu finden gibt. Diese sind überwiegend an Feiertagen oder besonderen Anlässen angelegt und kamen alle im selben Jahr, nämlich 2010, heraus. War das in diesem Jahr echt so ein Ding? Oder warum gab es so viele Alben in einem Jahr? Das 6. Album erschien einfach 4 Jahre später. Und dann haben wir auch noch die 2. Art der Alben, und zwar die Coveralben. Und die Coveralben von SpongeBob sind allgemein sehr besonders. Diese nutzen die Musik von bekannten Liedern und schreiben einfach ihren eigenen Text dazu. Und diese sind sehr an SpongeBob orientiert und haben meistens Bezug auf die Serie. Und die Idee an sich finde ich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, da sich Santiago Ziesmer ja immer mehr als Sänger ausleben darf und viele verschiedene Parodielieder einsingen kann. Dabei gibt es sogar immer wieder mal kleine Gastauftritte von anderen Musikern, die gemeinsam mit dem Schwamm singen. Einige der Songs sind auf YouTube zu finden und haben teilweise sogar auch eigene Musikvideos bekommen, welche aus anderen Szenen der Serie geschnitten wurde und den Song visuell untermauert. Was ich dabei am krassesten fand, ist die Tatsache, dass seit 2011 im Durchschnitt bis zum aktuellen Jahr jedes Jahr ein Coveralbum rausgebracht wurde, sodass wir eine große Vielzahl an SpongeBob-Parodien haben, welche man sich zu Ohren führen kann. Aber über diese Alben könnte ich auch mal ein extra Video machen. Eine Sache, welche auch noch von offizieller Seite kommt, ist das SpongeBob Schwammkopf Musical. Ja, richtig gehört. Nachdem viele andere bekannte Franchises und Filmreihen ein eigenes Musical bekommen haben, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der gelbe Schwamm mit so einem musikalischen Stück gewürdigt wird. Dieses hatte seine Premiere Mitte 2016 in Amerika und hatte einige weitere Auftritte in diesem Land. 2020 konnten wir es auch zu Gesicht bekommen. Dieses Musical hat sogar eine eigene Story, in welcher ein Vulkan namens Mount Humongous droht auszubrechen und SpongeBob, Patrick und Sandy versuchen, die Stadt zu retten. Es gibt insgesamt 2 Akte, bei welchen viele bekannte Persönlichkeiten komponiert haben, und die Charaktere werden hier dieses Mal von normalen Schauspielern dargestellt und haben Kostüme, welche den Charakteren nachempfunden sind. Dabei haben sie versucht, die wichtigsten Merkmale beizubehalten, man dies aber nicht so richtig als Cosplay sehen kann. Auch zum Thema Musical könnte ich mein eigenes, detailreicheres Video machen, wenn ihr davon mehr erfahren möchtet.
Das war aber auch mal die offizielle Seite von der Musik des Schwammes. Kommen wir nun mal zur inoffiziellen Seite. Denn es gibt sehr viele Musikstücke, welche die Fans entwickelt haben oder wo SpongeBob ein Teil eines Musikprojekts war oder teils auch einer eigenen Identität. Denn auf YouTube gibt es immer wieder Musiker, welche Spaß daran haben, einige Remixe zu erschaffen und so bekannte Songs eine neue Note zu geben. So ist es nicht verwunderlich, dass Jellyfish Jam eine Vielzahl von verschiedenen Remixes bekommen hat, welche das eigentliche Musikstück in unterschiedlichen Richtungen anders wirken lassen. Doch auch selbst zusammengestellte Musik aus den Sequenzen ist zuhauf zu finden. Selbst vor über 10 Jahren gab es dazu solche Remixe. Ich rede hier natürlich von den Sparta-Remixen. Es ist Sparta! Bei welcher eine einzelne Szene im Sparta-Remix-Style verarbeitet wurde. Man kann darüber streiten, ob das echte Musik ist, aber es ist kein Vergleich zu heutigen Remixes. Die heutigen Remixes umfassen so viele verschiedene Bereiche, ob von Techno, House, Trap, Dubstep oder auch komplett eigene Remixe, welche aus verschiedenen Szenen aus der Serie zusammengewürfelt wurden und sich der dazu gewählten Hintergrundmusik ergänzen sollen. Und die meisten hören sich echt gut an, wie ich finde. Und auch im Rap-Bereich ist der Rap in der Schwamm vertreten. So gibt es zum Beispiel einen englischen Hip-Hop-Kanal, bei welchem man SpongeBob auf verschiedene Beats rappen hört und er dabei komplett anders wirkt. Man merkt auf jeden Fall, dass hier Mehrwert auf die Musik gelegt wurde und die Animation nur beiläufig gemacht wurde, aber dennoch ist diese für das, was es sein soll, echt gut. Wenn ihr Ami-Rap gerne hört, könnt ihr ja mal einen Blick reinwagen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das mit KI oder AI gemacht wurde. Und da ich schon bei AI bin, wollte ich eine Sache auch noch erwähnen. Und zwar die ganzen AI-Cover. Diese sind im Grunde 1:1 dieselben Texte der Lieder. Allerdings wurde die AI verwendet, um die Stimmen der jeweiligen Charaktere das Lied singen zu lassen. Never gonna give you up, never gonna let you down. Und es wird immer unheimlicher, zu was AI heute alles fähig ist. Und dabei klingen die meisten nicht wirklich so gut, da es eben künstlich gemacht wurde. Aber wem es gefällt? Aber eins muss man sagen. Griechischer Wein von unserem Tintenfisch singen zu hören, ist doch ein Ohrenschmaus, oder? Und kommen wir zu einer Thematik, welche eigentlich ein eigenes Video gebrauchen würde, ich aber vor euch kurz zusammenfassen will. Hehe, SpongeBob's Gunshot, straight aus dem Bikini Ghetto. Und zwar der Rapper SpongeBob, welcher eine Zeit lang im Internet die Runde macht. Mittlerweile weiß man, dass Demi Sparkov alias Santiago hinter der Maske steckt, aber dennoch wollte ich es mal erwähnen. In seiner Rapper-Rolle oder Pseudonym hat er immer wieder das Image als SpongeBob benutzt und diesen Gangster-Beigeschmack gegeben. So wird immer wieder von Krabben-Coke und Plankton-Weed gerappt oder die Charaktere der Show kommen in Silent vor, wie sie nicht so ganz legale Dinge treiben. Es gibt sogar einen Rapper namens Patrick Bang, ich bin Patrick Bang, welcher eine Anspielung auf Farid Bang sein soll. Und es gibt sogar einen King Plankton, auch wenn er wenig mit der Kopierung zu tun hat. Ihre Kuh heißt einfach Bikini Bottom Mafia und ich denke, der Name spricht für sich. BBM ist die Gang, wir lassen Enemies brennen. Dass SpongeBob am Anfang immer als Battle Rapper im JBB bekannt war, bekam er auch immer Lines ab, welche Bezug auf SpongeBob hatten. Am Steuerbolo, keinen Führerschein besitzt. Vor allem der Rapper Gio hat im King-Finale 2014 des JBBs in seiner Runde fast nur Lines als Gegnerbezug auf die Cartoon-Figur SpongeBob gemacht, da in seiner Darstellung SpongeBob sich als Rapper verkleidet hat. Gegen mich reicht es sich aus, sich nur als Rapper zu verkleiden. Die Runde finde ich heute noch stark. Aber das ganze SpongeBob-Thema ist eh eine Sache für sich, wollte ich aber auch mal erwähnen. Das war im Grunde SpongeBobs Einfluss auf die Musikwelt kurz zusammengefasst. Man kann in gewissen Bereichen eben noch viel tiefer eintauchen, allerdings würde das den Rahmen sprengen und wie schon gesagt in ein separates Video passen. Der Musikbereich des Schwammes ist wirklich sehr faszinierend und ich wollte dazu mal ein kleines Video erstellen. Denn auch in der Serie an sich ist Musik immer wieder ein Thema, welches auftaucht und so gewisse Charaktere die Musik förmlich verkörpern und so die Notenwelt teils wirklich ins Bild holen. Insbesondere hat Deus mit seiner Klarinettenkunst kann ein Lied davon spielen, von seinem großen Traum irgendwann ein großer Musiker zu sein und Konzerte zu geben. Der Traum eines jeden Musikers. Und ich denke, mit diesen Worten werde ich auch so langsam zum Ende kommen. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema und was ist eure Meinung zu den verschiedenen Musikbereichen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich für meinen Teil und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny. Bye bye.